Podstock 2017. Hallo Sorschied, hallo Podcasterinnen, hallo Podcaster. Juhu, endlich fangen wir mit der offiziellen Show an hier. Sorschied im Hunsrück, 15 Grad, gerade frisch gemessen. Wir haben gesagt Nieselregen, der jetzt in einen andauernden Sommerniederschlag übergeht. Aber das nimmt der, gibt der Stimmung hier offenbar keinen Tut der Stimmung hier offenbar keinen Abbruch. Ihr seid alle versammelt, ganz wunderbar. Und wir begrüßen auch alle, die uns jetzt hier zuhören, über diese magischen Augen und zuhören über diese magischen Ohren. 2017, Sorschi, zum zweiten Mal hier in diesem Haus. Alles wieder hergerichtet, noch besser, noch schöner, noch trockener. Also noch mehr Planung sozusagen aufgefahren. Aber ich will gar nicht viele Worte machen, denn es gibt einen Menschen, dem verdanken wir das im Prinzip, dass wir hier weitermachen können. Nachdem das Orga-Team vom letzten Jahr sich zurückgezogen hat, stand das ja so ein bisschen auf der Kippe. Und es hat einen Menschen gegeben, der gesagt hat, nach ein bisschen Nachdenken, yo, ich binde mir das ans Bein. Und das ist Sebastian Reimers und den möchte ich jetzt auf die Bühne bitten. Hallo Sebastian. Oh, ich werfe dich gleich zu. So, wenn du dich bitte mit einem Kopfgeschirr bewaffnen würdest, dann das Blaue bitte, dann übergebe ich jetzt das Wort an dich als den Meister der Zeremonie sozusagen hier. Ja, erstmal herzlich willkommen an alle, die ich noch nicht gesehen habe und im Stream. Ja, Podstock 2017. Jetzt habe ich dir gar nicht zugehört, weil ich mit der Technik so... Das macht nichts, das bin ich gewohnt vom Sendegarten. Mir hört ja sowieso nie jemand zu. Ich habe nur gesagt, dass wir dir danken, dass ja. Du diese Organisation übernommen hast, nachdem die Orga vom letzten Jahr, Franco Czarnak, Natascha und ich weiß nicht, wer da noch, also ich nenne die beiden einfach mal stellvertretend, sich zurückgezogen hatten, hast du ja nach ein bisschen Überlegen gesagt, ich binde mir das Ganze ans Bein. Warum denn eigentlich? Ja, weil ich wollte eigentlich... genau, dass dieses Event halt irgendwie, das fand ich so toll. Wäre das jetzt nicht mehr im Kalender drin gewesen, hätte ich gedacht, dass, oder ist mein Gedanke, das wäre ein Riesenverlust für die Community. Und es ist halt ein Sommer-Event, auch wenn das Wetter... Die Sonne scheint literweise vom Himmel, ja. Ja, Flüssigsonne. ja, aber trotzdem, die Stimmung ist gut oder besser. Ich meine, bei Wacken wird es ja auch immer besser, umso nasser es ist, habe ich das Gefühl. Ja, aber die legen es ja drauf an. Die sind ja traurig, wenn es trocken ist. Also das wäre ja hier schon ein kleines bisschen anders. Also ich würde mir ja schon wünschen, wir würden nicht bei 15 Grad sitzen, sondern bei einem lauen 25 Grad Abend. Ja. Aber scheißegal, Entschuldigung. Da ganz egal, wir können es uns ja nicht backen, sozusagen. Ja, die Kälte, aber sie war angekündigt. Ja, du glaubst, dich damit rausreden zu können. Das war ja angekündigt. Naja, jetzt sind ja freiwillig hier, meine Damen und Herren. Wir hätten Schuld. Noch absagen können. Genau, wir hätten ja auch zu Hause bleiben können. Genau. Also Ungeziefer, Kälte, Regen, alles selber schuld. Ja. Wobei wir es natürlich erst diese Woche gesagt haben. Vielleicht hätten wir es. Oh gut, das Wetter konnten wir nicht vorhersehen, aber die Mücken, das hätten wir wissen können. Selbst Herr Kachel. Man konnte das nicht vorher versagen. Das ging nicht. Nein. Ja. Klar. Okay. So. Gut. Ja, ich habe es übernommen, genau. Weil ich wollte einfach, dass wir uns nochmal treffen können, auch außerhalb der anderen Events. Also die Subscribe und so weiter, die bleiben natürlich auch erhalten, sind auch sehr schöne Meilensteine, auch wenn jetzt einmal jetzt eine Subscribe ausgefallen ist, leider. Deswegen, weil hier Sorschied ist. Nein. Du hast gesagt, ich übernehme das und prompt ist die Subscribe abgesagt worden. Nein? Nee. Ich glaube nicht. Oh, doch. Berlin erzittert. Nee, es ist halt auch sehr viel Arbeit. Also das kann ich jetzt nur bestätigen, so ein Event zu planen. Ja, dann erzähl doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie ist denn dir das so ergangen? Also wie ist denn die Übergabe gewesen? Du hast von Branko Czarnak, dem wir an dieser Stelle also vielleicht einmal ausdrücklich danken. Ja, auf jeden Fall. Branko, wo bist du? Ja, Branko, wenn du zuschaust oder es nachher eine Aufzeichnung siehst. Und danke für die letzten 3 Jahre. Genau. Also, das ist sehr super gewesen. Also ohne ihn wird es dieses Event gar nicht geben. Also dann wäre ich auch nicht angefixt worden, wie alle anderen auch. Und dann hätte ich auch nicht gesagt. Also ich glaube, von selbst wäre ich nie auf die Idee gekommen, sowas zu starten. Nee, man muss schon Teilnehmer gewesen sein. Du bist ja Teilnehmer der ersten Stunde. Wir haben schon in Almke gemeinsam da auf dem Flur auf dem Sofa gesessen und über Podcasting geredet. Auch über Studiolink und so weiter. Ja. Du bist ja sozusagen, Studiolink ist ja, du verbindest Menschen elektronisch. Ja. Und jetzt bist du quasi Studiolink offline. Du verbindest physisch, Menschen physisch. Ja. Ist das nicht irre? Aber nur bis zum... Also,
Es ist bis zu einem gewissen Grad irre. So, okay. Aber du wolltest erzählen, wie das so war mit Übergabe und wie du überhaupt das Ganze angegangen bist. Ist ja doch ein bisschen anders, habe ich so den Eindruck. Du hast ein größeres Team, du hast mehr vorbereitet. Genau, wir hatten also, der Unterschied ist also, warum auch Branko natürlich, kann man, also ich will jetzt nicht sagen ausgebrannt, aber durchaus ausgebrannt. Oh, schwer Witz mit Worten, ja, mit Namen sind doch, ach, hab ich also noch verboten. Mehrere Umstände, ja, also zeitliche Umstände vor allem bei ihm auch und ich glaube auch natürlich auch, dass in den letzten Jahren er das zum größten Teil eigentlich alleine, gut, letztes Jahr haben wir ihm noch ein bisschen unter die Arme gegriffen. In dieser mit Nacht- und Nebel- und Ruckzuck-Aktion. Genau, vier Wochen vorher, wir haben es erzählt. Und wo er uns auch noch gegenseitig ausgetrickst hat, dass der andere es nur mit dem anderen tun würde. War eigentlich, also es gibt da auch keinen Zwist oder so. Also ich habe ihn jetzt nicht gestürzt oder so. Nein. Das Gegenteil. Also wenn der Eindruck entstanden sein sollte, also das war nun ganz gar nicht der Fall. Gegenteil. Ja. Branko hatte das wirklich die Not, dass er sagte, ich habe hier was aufgebaut. Oder wir, da ist ja noch der Sven Menke dabei gewesen. Genau, damals. Und der, dessen Namen ich vergessen habe. Kulinarikas? Der von den Coworkern. Achso, den habe ich jetzt auch nicht gerade. Ja, sorry, also es waren mindestens drei. Ja. Bitte? Cordes. Christian Cordes. Danke, vielen Dank. Danke. Gut, so eine Schattenreaktion. Reaktion. Ja. Super Reaktion aus der Redaktion. So, nein, es war eben das Problem, Branko hat gesagt, ich kann das hier nicht mehr machen, aber es wäre einfach schade um so ein Event, so sommerliches, fröhliches, lockeres Ereignis. Und ist alles andere als zwistig gewesen, sondern es war war froh, dass er jemanden hatte, an dem man das übergeben konnte. Und dann hast du dir ein paar Tage überlegt, will ich das, will ich das nicht? Ja. So improvisiert das hier so aussieht, desto, also es ist eine Menge Vorbereitung im Vorfeld gewesen und du hast eine Slack-Gruppe aufgemacht, du hast irgendwie 8 Leute, 10 Leute irgendwie so im Team, ne? Kommen wir gleich nochmal zu, ja? Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Oh, etwas vorbereitet? Ja, spontan. Unser Radiokoch, ich habe da was vorbereitet. Ja, genau, also die Gruppe ist mittlerweile größer, müsste ich nur den Beamer gerade anschließen. Kannst du in der Zeit weiterreden? Ich kann in der Zwischenzeit weiterreden, ja. Ja, also. Ich kann immer so zwei Sachen schlecht parallel machen. Also wir sind hier super gut vorbereitet. Eigentlich lief alles gestern schon, aber dann müssen wir natürlich immer noch Sachen umschmeißen, weil es uns dann doch nicht gefällt. Aber dann kommt die Nacht dazwischen, dann ist alles wieder weg und dann stellt man doch wieder was um. Genau. So, jetzt mache ich erstmal meine Sachen alle zu hier. Warum war ich jetzt weg? Jetzt redest du ja dann doch. Okay. Ja, okay. Das Meter. Mach du mal weiter. Okay. Kann ja mal versuchen, auf einem Bein zu stehen. Okay. wie ich es wahrgenommen habe, ist, dass Sebastian sich das Ganze überlegt hat und dann angefangen hat, eine sehr detaillierte Feinplanung zu machen. Also was man wie braucht und wie wir ja alle wissen, liegt Sorschied hier in einem Funkloch. Wer schon mal versucht hat, jetzt nach Hause zu telefonieren oder SMS zu schicken, das ist nicht so einfach. Also vorm Haus gibt es einen Fleck, wo ich der Telekom Edge hatte und da hinten an der Ecke gibt es einen Fleck, den hat der Jörn markiert. Könnt ihr gucken, da gibt es Vodafone. Ja, so. Ja, wollte ich gerade sagen, es funktioniert nicht für alle Netze, haben wir festgestellt. Ja, man muss wissen, wo. Also wo der Rest so sich, weiß nicht, gibt es noch Hinweise auf Orte oder haltet ihr die geheim? Okay, also das ist das grundsätzliche Problem. Hier ist ein Funkloch und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und wenn man hier, wie wir heute, WLAN haben wollen, überhaupt in Qualität, also egal wie viel, dann ist ein bisschen Aufwand notwendig. Schon im letzten Jahr hat der Sebastian da magische Hände spielen lassen und hat vom Kirchturm des Nachbardorfes, wo es eine LTE-Antenne gibt, mit einer in den Wald gesetzten Antenne das Signal geholt, weitergegeben an eine zweite Antenne, die irgendwo an der Straße steht und dann auf magische Weise hier runter. Und hier gibt es überall so kleine Access Points, da liegt zum Beispiel einer und damit haben wir WLAN hier. Das ist dieses Jahr nochmal größer geworden. Und das Erste, was ich gesehen habe von dir, das war ein ausgefuchster Schaltplan, was ich alles kaufen muss. Wupp, 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 wupp. Ich dachte, da hat jetzt hier der Ralf so ein Telekom. Ich habe die Antenne erweitert zum letzten Jahr, weil also relativ früh klar war, ich hatte den Andi vom VOG-Team angeschrieben, ob das vielleicht möglich wäre, auch Videoübertragung zu machen. Und da
wäre die Bandbreite natürlich schon ein bisschen größer und besser als letztes Jahr zu haben, also nur für Audio-Streams und Internet. Das war ein Thema. Und dann wollte ich eigentlich auch mindestens zwei Verträge haben, die ich parallel betreiben kann, weil ich mittlerweile auch so einen Telekom-LTE-Vertrag habe, wo man für 9 Euro Flatrate buchen kann. Das war letztes Jahr noch ein Thema, wo wir halt dann noch Geld sammeln mussten, weil der war ziemlich teuer, der Tarif von der Vodafone, weil nach Gigabyte einfach nach Volumen abgerechnet wurde. Und jetzt haben wir Traffic for free und halt 30 Euro für das Wochenende. Und den Vertrag habe ich selber. Also ist das ein Wort? 30 Euro? Flat, wow. Ja. Lohnt sich aber nur für so ein kurzes Event. Ne? Also wenn das 9 Euro für einen Monat wäre natürlich schöner für zu Hause. Aber jetzt für solche Events ist das wirklich eine coole Lösung. Ne? Das kann man wirklich nicht anders sagen. Ja, funktioniert eigentlich auch recht gut. Ich hoffe, ich habe noch keine negativen. Aber du hast, traut auch, noch, sich auch, du hast auch noch zukaufen dürfen. Du hast, also es gab so eine Erlaubnis, noch mehr Hardware zu kaufen. Ist ja immer schön, wenn man Grund dafür hat. Was um neue Antennen da stehen und neue Masten. Achso, ja, ich habe so neue Masten, ja, mehr, ich habe noch alles, dickere, ja. Batterien und ja, was ja, auch immer. Ja, sehr viel Neues, genau. Ich habe heute Morgen, es ist so schön, man kommt die Straße runter, ich schlafe im Hotel und deswegen komme ich mit, man kommt die Straße runter, dann steht da vorne erstmal so, puff, so, so zwei, so ein Mast, zwei Antennen, eine in die Richtung und man denkt, ah, Potsdok. Ja, also selbst die, uns hat eine Einwohnerin angesprochen, die ist mit dem Auto angehalten und hat gefragt, ist das die Internetantenne? Hast dich wohl rumgesprochen hier. Aber sie hat nicht gesagt, können Sie die nachher stehen lassen? Nee, sie hatte gefragt, ob das denn nötig sei, für die paar Tage das wirklich zu machen. Ach so. Dieses junge Volk kann sich überhaupt nicht befreien von dem Zwang zum Online. Ja, okay. Ja. Aber ich glaube, du hast hier die Jugendlichen auch glücklich gemacht, die in der Werkstatt arbeiten. Heute Morgen saßen da nämlich drei auf der Treppe und waren auch am Daddeln. Ach so, ich glaube, wusste ich gar nicht. Das hat sich irgendwie rumgesprochen hier. Die nutzen die Gelegenheit jetzt auch. Juhu. Ja, die haben sogar meinen Anhänger ausgeliehen, weil sie Säcke wegtragen mussten. Ach, guck mal. Ja, beste Kooperation hier. Ja. So, genau, jetzt nochmal zurück zum, was du so gemacht hast. Wie bist du es dann angegangen? Hast du dir gedacht, oh, Potsdok, was brauche ich da alles? Hast du einen großen Plan gemacht, die zu Hause hingestellt, Wände vollgemalt oder wie ist es so gewesen? Ja, mental Wände vollgemalt, genau. Ja, gut, warum? Einfach, weil es mich einfach auch interessiert hat, ob das möglich ist. Also man denkt sich ja so, klappt das mit LTE, mehrere Uplinks und wie kann man sowas lösen für so einen Fall? Und das hat mich einfach technisch gereizt, das mal umzusetzen und ja. Genau. Hat soweit geklappt. Dann investiert man auch mal aus eigener Tasche so ein bisschen, ja. Okay. Wollen wir zu deinem Team übergehen? Ja, damit wir machen nicht, wir das. Das ist ja keine One-Man-Show. Es gibt zwar einen, der sozusagen die Gesamtverantwortung trägt. Und wenn wir hier alle die Zeche prellen oder was auch immer, sich einer ein Bein bricht oder so, irgendeiner muss ja für den ganzen Kram einstehen. Ja, es gibt eine Eventversicherung dieses Jahr, aber bitte nicht, dass ich habe eine Selbstbeteiligung. Das heißt jetzt nicht, dass wir alles zerlegen können. Also irgendeiner muss seinen Namen dafür hergeben. Genau. Das ist genau. Wir können natürlich auch für die Selbstbeteiligung nochmal sammeln und dann alles zerlegen, aber lassen wir das. Wer bricht sich freiwillig ein Bein? Freiwillige vor. Okay, danke. So hatte ich es erwartet. So, genau, es ist größer. Fangen wir mal mit der Becky an, weil die in der Außenkommunikation, glaube ich, dieses Jahr am präsentesten war. Das kann man wohl sagen. Also wer es nicht weiß, Becky hat den Twitter-Account übernommen dieses Jahr, wo ich ihr auch sehr, sehr dankbar für bin, weil das natürlich echt viel Arbeit durchaus ist, die ihr Spaß macht. Sie kann ja gerade auch hochkommen und vielleicht mal ein, zwei Sätze dazu sagen. Haben wir das Funkmikro schon am Start vielleicht? Oder sie kann das Funkmikro benutzen. Ja. Genau, dafür einmal Applaus. Das war in den letzten Jahren auch immer so ein bisschen schwierig und das hat auch immer Probleme gemacht, weil wenn man das natürlich nicht richtig bespielt, dann kommen da natürlich Anfragen an und keine Antworten und dann, aber vielleicht kann Becky dazu was sagen. Genau, nimm nochmal das rote. Nee, grün. Grün. Ich bin farbenblind. Nein. Becky möchte doch lieber das andere nehmen. Okay. So, hört man mich? Nein. Nein. Ja. Ja, okay. Ich muss hier natürlich gleich erstmal ein Foto für den Twitter-Account machen von oben. Von oben. Damit sich das auch. Alle, die mit dem roten Punkt jetzt mal das Schild vor dem Kopf halten. Sehr schön. Ja, das wird gleich in unserer Twitter-Timeline erscheinen. Du hast kein Selfie gemacht mit der Kraut. Das stimmt. Das können wir auch noch machen. Das ist doch eigentlich üblich, oder? Müssen wir aber auch mit noch raus. Ja, natürlich kommt ihr da mit. Nein. Die Herren. Das war ein Scheißvorschlag. Ich wusste es. Ich finde keinen Scheiß zu doof hier. Sebastian, auch du. Ja. So. Ah. Alle winken wieder.
Hervorragend. Häppchen doof, ja. Gut. So. Ja, sowas macht man, wenn man einen Twitter-Account betreut. Ja, sehr schön. Und das hat auch, warte mal, Statistik komme ich gleich nochmal dazu. Vicky, warum? Warum hast du das getan? Warum ich den Twitter-Account übernommen habe? Ja, warum hast du dich überhaupt eingemischt hier? Ja, genau. Na, ich war ja letztes Jahr das erste Mal dabei und ich erinnere mich, dass nicht so viel lief von dem Twitter-Account und dass es so viel hätte gegeben, was man davon hätte twittern können. Und ich mache das, also Leute, die mir vielleicht auch mit meinem Privataccount folgen, wissen, dass ich so 2, 3, 4, 5 Tweets pro Tag schon so absetze. Und da habe ich gedacht, da einer mehr oder weniger in diesem großen Portfolio, da kommt es ja dann auch nicht mehr drauf an. Einer pro Stunde ungefähr. Oder auch mehr. Ja, eben, du hast ja also... Das ja, also ich kann schon mal vorwegnehmen, ich hatte jetzt knapp über 350 Tweets gezählt, seit Becky am Gerät ist. Ah, das ist aber wenig. Das, sind wenig? Da schon Retweets mit einberechnet? Nee, nein. Retweets sind wir bestimmt vierstellig. Das ist ja nämlich auch wichtig, weil ihr ja auch alle ganz viel unter dem korrekten Hashtag podstock.de getwittert habt. Und dann konnten wir das auch ganz fleißig retweeten die ganze Zeit. Und so werden wir das auch... die nächsten Tage handhaben. Also podstock.de ist unser Hashtag. Schau mal gerade da. Wird ganz professionell die Plane entleert. Ja, also natürlich, es wäre nicht Podstock, wenn hier nicht auch auf anderen Wegen improvisiert wird. Wir haben tatsächlich eine Lösung für das Regenwetter gefunden. Leider hatte ich Beckys Vorschlag mit den Regenponchos zu spät bekommen, sonst hätten wir uns per Amazon Prime-Lieferung irgendwie noch hier Ponchos anliefern lassen. Wir hätten das doch hier nie gefunden. Ja, wahrscheinlich. Sie hätten wahrscheinlich wieder geschrieben, es wurde versucht zuzustellen, aber genau, es war keiner da. Ja, ja. Wir haben die, zweimal gestellt. Genau. Okay. Genau, dafür haben wir jetzt so eine Plane. Also ich hatte ein Sonnensegel dabei, was wasserabweisend war, aber das Abweisen hat der Hersteller... Also irgendwie, es ist ein sonnenabweisendes Wassersegel. Ja, kein wasserabweisendes Sonnensegel. Es weist das Wasser nach unten nochmal. Ja, genau. Großartig. Ja, und genau. Und dann wurde jetzt so eine provisorische Plane aufgerichtet, um so ein bisschen die Bühne zu, also die, das Publikum vor die allem zu schützen. Rein, die wichtigsten. Die wichtigsten. Die Gruppe, die hier, ne? Genau, genau die. Yeah, genau, das Problem die, da, wo dabei, die Hände jetzt schon hochgehen, das, genau da. Das Problem dabei natürlich bei einer Plane, die so gespannt ist wie diese, läuft das Wasser natürlich normalerweise in die Mitte und irgendwann wird sie immer schwerer und schwerer oder läuft irgendwo unkontrolliert ab und dafür wurde jetzt so eine Regenrinne quasi gebastelt mit Trichter und Rohr und Leitung bis nach hinten, weil der Ralf Meier noch vom Nebensprechen-Podcast so ein Leerrohr ja, mitgebracht das hat. Das sieht so ein bisschen aus wie die Seitenstraße beim Kongress. Ja, das stimmt. Nur kleiner und sie macht nicht so einen Krach. Das ist die Seitenstraße im Podstocks-Teil. Ja. Ja. Müssten wir jetzt auch noch eine Rohrpost durchjagen. Weil ich habe heute schon gesehen, es wurde schon was. Kleine U-Boote. So. Die schließen irgendwas, dann so. Ich hatte gesehen, ich weiß gar nicht, warum das gemacht wurde. Es wurde irgendwie noch ein Seil da durchgezogen, aber das hatte ich nicht ganz verstanden. Aber Befestigung oben hatte ich vermutet. Aber Das könnte sein. Ich weiß nicht. Udo war dabei, oder? Damit zentriert. Okay. Mhm. Ja, seid ihr zufrieden mit der Konstruktion? Ja, funktioniert. Ja, kommt da Wasser am anderen Ende raus? Ja, ja, sehr gut. Achso, und dann wird jetzt mit dem Stock quasi nochmal so ein bisschen nachgeholfen, genau, ja, das, damit der es auch Wasser, noch... Es bildet sich immer ein Wassersack und der muss in regelmäßigen... Genau, ich glaube, da ist noch ein bisschen Optimierungsbedarf, aber ich finde das schon ganz schön optimal. Workaround. Ja, finde ich auch. Sehr gut. Na. Ja, also wir trotzen dem Wetter ein wenig... Na klar. Dafür auch wie ist es dir dabei ergangen, Becky, so in diesem Planungsteam? War das eher so zum Denken, boah, hätte ich mich bloß nicht eingemischt? Nee, auf keinen Fall. Das war großartig, dabei zu sein. Und zum Beispiel, wir haben ja auch immer so Studio-Link-Sitzungen gemacht, um das zu besprechen. Dann war ich zum Beispiel krank und konnte gar nicht selber mitsprechen. Aber dann hat der Rest des Teams es trotzdem möglich gemacht, dass ich wenigstens mithören und dann per Chat mitschreiben konnte und so. Also es war schon sehr schöne Teamwork. Dafür ist Studio-Link on Air gemacht worden. Ja. Nur dafür. Genau. Ich hatte dann meinen persönlichen Stream sozusagen. Ja. Genau. Ja, danke schön, Becky. Ganz groß. Vielen Dank. Gut.
Ja, ruinier ruhig die Bühne, dann wissen wir, wer es war. Schreib aber deinen Namen dran, bitte. Jemand kann mal vielleicht Tapeband nach oben bringen, damit wir vielleicht diese Haken. Die muss man nur sanft. Wir sind doch alle Grobmotoriker. Nein. Es sind alles ganz sanfte Menschen, gefühlsstark. Ja. Sanft. So. Du hast das Team ist größer als Becky und du. Machen wir schneller vielleicht mal ein bisschen, sonst wird das heute nichts mehr. Sonst wird das überhaupt nichts mehr hier. Genau. Dann Lars ist dabei. Lars hat dieses Jahr zum Beispiel sich um die Teilnehmerinnenliste gekümmert. Ich habe gesagt nein, aber gut, okay, wenn der Chef sagt ja, danke. Sehr gut. Lars, magst du auch kurz guten Tag sagen? Ja, ganz kurz kann er ja auch nochmal gerade was dazu sagen. Genau. Nimm dir auch so ein Headset hier am vielleicht. Ja, nimm mal das gleiche, dann müssen die nicht immer das entmuten und wieder muten. Genau. Sowas. Wie ist es dir ergangen dabei, Lars? Wie bist du überhaupt dazu gestoßen zu dem Team? Das hat sich letztes Jahr einfach so ein bisschen ergeben, dass ich bei der WLAN-Geschichte geholfen habe. Genau. Ach, du bist ja schon durch den Wald gestiefelt. Da wollte ich einfach weiterhelfen. Weil war eben cool letztes Jahr. Und es hat dir auch das letzte Mal so gut gefallen, dass du dieses, es wäre schade, wenn das Ereignis nicht mehr wäre, stattfinden würde, genau, dass du das eben mitgetragen hast. Wir hatten ja im Prinzip schon die ersten klitzekleinen Gespräche hier noch vor Ort gehabt. Deutete sich so, das ja schon. Ob sich irgendwas finden könnte und ja, entwickelte sich so. Ja gut, okay, so. Und dein Fazit, dein vorläufiges Fazit soweit? Ja, ist cool. Gut, fängt ja gerade erst an, aber wir haben jetzt schon. Es gab ein Aufbauteam, das ist gestern schon angereist, hat so ein bisschen hier das Ganze aufgebaut, eingerichtet, Plan gezogen und so weiter. Und jetzt geht's halt richtig los. Du warst ja auch gestern schon da. Jo. Genau. Und nur wegen der Pizza, ne? Nö. Ich mag keine Pizza. Okay, Lars, danke schön. Jo. Wir reden ja nachher auch noch ein bisschen weiter. Genau. Wir haben ja noch ein bisschen Sendestrecke vor der Nase. Bist du bald fertig damit deiner Kleberei? Das hält nie. Das reißt doch wieder, sobald da jetzt Gewicht drauf kommt. Ich habe noch ein anderes Tapeband, das hole ich dann gleich noch, aber für so ein Provisorium wird das schon reichen. So, machen wir mal weiter. Den Lars wieder weg, genau. Nein. Martin. Du bist Martin? Ja schon da. Ach so, ich bin wir schon da. Wir haben ja eigentlich nur einen Martin im Orga-Team, oder ist was an mir vorbeigegangen? Weiß nicht. Nein. Dann bin ich das wohl. Ja, guten Tag. Ich bin schon da. Ja. Du hast letztes Jahr, ich leite mal ein, du hast letztes Jahr die Bühne gemacht. Das war eigentlich auch dieses Jahr. Du hast dich so wieder ein bisschen um die Bühnenplanung auch gekümmert, dass du da auch, das haben wir dieses Jahr ein bisschen anders gemacht, dass wir das im Frapp alles vorgepflegt haben und eingereicht wurden. Letztes Jahr war das ja sehr spontan nochmal irgendwie in 4 Wochen das Programm zusammenzustellen. Jo. Da bist du, glaube ich, aktiv zugegangen, ne? Ja, das haben wir irgendwie, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, wie das war, aber das war so ein bisschen Einfangen der Leute. Und diesmal war das ja mehr so ein Call vor Shows oder irgendwie sowas, die wir dann gemacht haben. Und das kam eigentlich auch ganz gut an. Ich glaube, in den ersten 2 Wochen waren fast alle Anmeldungen, die wir jetzt so für das Programm haben, auch dabei gewesen. Also das hat sehr gut funktioniert. Ich finde das auch gut, weil dann kann man sich auch darauf vorbereiten, wobei viele machen das wahrscheinlich auch trotzdem spontan. Werden wir noch sehen. Man hat ja vielleicht auch als Teilnehmerin oder als Teilnehmer gemerkt, dass der technische Hintergrund ein bisschen größer geworden ist als beim letzten Mal. Also mit ordentlicher Anmeldung, mit Ticket, mit Barcode. Ich habe also so einen QR-Code. Ich konnte mich vorhin noch nicht mal mit meinem Namen anmelden. Da sagte die Becky zu mir, nein, ich brauche deinen QR-Code, sonst geht hier gar nichts. So. Und dann musste ich erstmal in meinen Tiefen, bis ich das wiedergefunden hatte, sammeln, suchen. Und ich dachte, Bürokratie hält hier auch ein. Genau. Also das Ungeplante und das genau. Also dann hier, Frapp als Anmeldesystem, als Planungssystem. Ja, also vielleicht ein, zwei. Engelsystem, also du hast ja einiges an. Genau, ich dachte mir mal, es gibt so viele Community-Projekte und die wollte ich auch schon immer mal ausprobieren, wie toll die denn sind und wie die so funktionieren. Und gut, das Frapp kannte ich schon von der Subscribe, aber die restlichen Systeme sind dazugekommen und wir haben ein tolles Ticketsystem bekommen. Das war eigentlich auch sehr schön. Das hat mir die ganze Abrechnungsgeschichte auch sehr vereinfacht. Also ich wollte einfach mal mit der Software rumspielen und das mal gucken, was damit geht. Und nächstes Jahr müssen wir mal gucken, ziehen wir mal ein Resümee, was gut war, was vielleicht viel zu überkandiert war. Das Engelsystem haben wir jetzt also bis heute nicht ganz so aktiv genutzt, weil der ganze Aufbau ein bisschen chaotischer verlief als das. Also es war nicht wirklich planmäßig. Wir haben zwar alles irgendwie so grob hinbekommen, aber
ja, es musste doch sehr viel improvisiert werden, weil auch das Regenwetter jetzt doch sehr dazugekommen ist. Und ja, aber es funktioniert eigentlich alles prinzipiell und das Event ist klein genug, dass das funktioniert. Ich glaube, das Engelsystem setzt auch wirklich voraus, dass man das Ganze auf mehrere Köpfe verteilt, die Planung. Weil ansonsten eine Person geht da einfach unter. Das warst in diesem Fall du. Ja. Du hast es ganz alleine vorgegeben. Ja. Man braucht ja immer so Ordnerstrukturen und so weiter, also Planungsstruktur und so weiter. Klar. Ja, also das. Müssen wir nochmal gucken, vielleicht ist das auch etwas überdimensioniert, weil wir ja immer, wir können uns ja sehen und einfach sagen, kannst du bitte mal helfen und dann ist ja auch jemand ansonsten da. Ansonsten überhaupt mal so grob eine Peilung zu haben, wer wo Interesse hat. Also das, der richtige Einsatzzweck für das Engelsystem ist ja jetzt, wenn wir jetzt morgen in die Bühnenshows gehen, die Technik betreut wird, das VOG und so weiter. Dafür wird es eigentlich ziemlich gut sein, weil dann sehen wir, ob die Schichten voll sind oder nicht und wo man vielleicht nochmal nachhelfen muss, umbitten muss, vielleicht die eine oder andere Schicht noch zu übernehmen. Dafür, glaube ich, wird es uns dieses Wochenende noch helfen können, ja. Okay. Noch mehr Menschen. Genau, Menschen. Gehen wir wieder zum Menschen. Udo. Sogenannte Wettwehr. Was? Wettwehr. Es gibt doch Software, Hardware und Wettwehr. Ach so, ja. Die Menschen. Ich will nicht sagen, dass Udo schwitzt. Das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Er ist nass. Du frierst eher, ne? Ja. Aber wett bist du trotzdem. Genau. Udo. Das Grüne. Kreuzen wir mal die Kabel. Okay. Ja, du hast grünes Licht sozusagen. Ja. Du bist grün. Moin. Udo, wie bist du dazu gekommen? Zum Team? Ich wurde, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, ich wurde einfach gefragt. Ja, also man muss dazu sagen, der Ludger, der leider nicht hier sein kann, der hat das eigentlich initial nochmal in uns erinnert daran, dass er gerne einen Podstock hätte, konnte dann leider auf den letzten Metern aus Planungsgründen dann doch nicht teilnehmen, ist ja auch sehr traurig drüber, aber ja, auch Grüße in den Steam ist er wahrscheinlich zu sehen, den nenne ich auch gleich nochmal, der war quasi dafür verantwortlich, uns alle nochmal anzusprechen und zu sagen, hey, wird es dieses Jahr einen Podstock geben und ja, hatte sich, glaube ich, auch bei Branko gemeldet und dann hat Branko natürlich auch nochmal gemeldet und dann kamen bei mir die Gedanken, machst du es jetzt oder machst du es nicht? So, und da war Udo in der Liste, glaube ich, auch dabei, als erster Angeschriebener und hat auch gesagt, yo, ich helfe mit, ne? Mhm. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So war das, glaube ich, ja. Ja, genau. Und dann hast du zum Beispiel dieses Jahr auch so ein bisschen bei den Videosachen geholfen. Mhm. Genau, die hat noch keiner gesehen, aber es gibt vor jedem Talk ein Intro und ein Outro. Achso, ist noch nicht drin. Nee, das gab's ja noch nicht, weil es gab ja noch kein Intro und Outro. Aber das kommt noch. Es morgen kommt noch. Dann. Also ja, in den Aufzeichnungen gibt's ein Intro und ein Outro und Pause hattest du, glaube ich, auch gemacht. Pause, ja. So ein müssen wir mal gucken, Schleifen. Ob wir es noch integrieren. Genau. Ja, genau. Darum hat sich ja, ansonsten auch so allgemein, gerade so Essen und Planung und so weiter. War der Meister des MIDI. Vergessen wir das nicht. Du kannst mit MIDI, Ja, genau. MIDI. Das hat uns sehr geholfen, weil wir jetzt tatsächlich MIDI mal im Einsatz hatten mit dem Mischpult spontan. Ja, das war sehr gut. Ich hatte mich mit MIDI zwar schon rudimentär auseinandergesetzt, aber so die praktische Erfahrung hatte Udo schon gesammelt. Du hast ja auch Mute-Tasten und sowas schon damit gebastelt. Vortrag auf dem letzten Kongress hattet ihr den, ne? Ja, genau. Hardware-Mute-Tasten. Sehr schön. Ja. Okay, also, dein Fazit bis hierhin? Super. Bis Wetter, aber ist ja ein Festival. Alles gut. Okay. Alles klar. Dankeschön, Udo. Dankeschön. Auch für dich. Ein Handgeklapper. Ja, so, dann Erik. Wo ist Erik? Erik am Podcastertisch. Heißt Podcast-Tisch. Ich wollte gerade sagen, habe ich schon wieder falsch gesagt. Ich wusste es. Podcast-Tisch. Ich habe es auch noch ein paar Mal falsch geschrieben, aber irgendwie habe ich es dann auch gelernt. Das ist nicht gendergerecht, ne? Richtig. Oh, verdurcht. Hätten wir Podcasterinnen-Tisch schreiben müssen, aber das wäre. Geh hinter mir vorbei und nimm dir das. Das da, blau, glaube ich. Ja. Das, was an diesem schön fixierten Haken hängt, damit es nicht runterfallen kann. Genau. Erik, hi. Hallo. Wie bist du zu der Gruppe gestoßen? Ja, ich bin halt ich bin jetzt das dritte Mal dieses Jahr hier und das erste Mal war ich ja nur als Gast. Du bist das dritte Mal dieses hier? Nein. Ja, auf dem Podstock halt. Hm. Ja, das erste Jahr war ich ja nur so Gast und letztes Jahr habe ich mich ja schon versucht, so ein bisschen beim Podcast-Tisch mit einzumischen und dann halt dieses Jahr nochmal ein bisschen auf eine, bessere Ebene gehoben. Aber einmischen ist doch eigentlich zu wenig. Das ist doch wegen deiner Idee überhaupt erst dazu gekommen. Dass es den Podcast-Tisch gibt? Ja. Ah ja, genau. Du hast den doch eigentlich initiiert. Ja, also ich habe das Konzept quasi aus dem Sendezentrum übernommen und hierher mitgebracht. Genau. Genau, das muss man dazu sagen. Du betreust auch meistens auf dem Kongress den Podcast-Tisch dort. Ja.
Genau, dann noch mit, meistens halt noch mit dem Rikscha-Andi zusammen und dem Vanilla Chief, der kommt ja dann auch noch. Genau. Ja. Und das ist eine Einladung an diejenigen, die einfach mal in etwas kleinerer Runde sich ausprobieren wollen oder eine Episode aufzeichnen wollen in bekannter Runde. Ja, sozusagen. Die nicht unbedingt ein großes Publikum wollen oder ja das eher in einer kleineren, gemütlicheren Runde haben wollen und halt ja mit dem üblichen Anspruch hinkommen, also Headset auf und loslegen. Gibt es noch freie Slots? Ja, es gibt noch freie Slots. Da kann man im Programm gucken und ja, oder in dem Sendegate-Posting, was es dazu gibt, da kann man sich dann auch eintragen, dass man noch mitmachen will. Kann man dich auch einfach mal so fragen? Ja, man kann mich auch so fragen. Also sprechen einfach an. Genau. Super. Danke dir. Dankeschön, Erik. Da, ne? Haken, wunderbar. So, genau. Ludger hatte ich schon erwähnt. Danke. Nochmal Grüße an ihn. Dann Tim Süß. Oh. Ich hatte ihn mal mit reingenommen. Also er ist jetzt eigentlich, ich sag mal so, das Orga-Team besteht, wie schon erwähnt, aus so einer Slack-Liste. So eine und ich habe jetzt einfach jeden genommen, den ich da eingeladen habe und der sich aktiv beteiligt hat. Das soll auch wirklich, es ist keine festgeschlossene Gruppe, sondern jeder, der irgendwie meint, er möchte da mitmachen, den würde ich auch einladen, weil es kann jederzeit mal jemand sagen, hey, ich habe gerade dieses Jahr keine Zeit oder ich kann gar nicht kommen, wie jetzt der Ludger, und dann ja, kann jemand diese Tätigkeiten übernehmen. Also, ich kann ganz toll Musik machen und kann noch einen Trailer schreiben. Also, ich habe noch eine Idee dann sprecht mich einfach drauf an, dann lade ich euch ein und dann können wir, wobei, ja, ich habe auch dieses Jahr gemerkt, so wenn man natürlich von einer Gruppe Entscheidungen haben will, dann ist das immer schwierig. Wir hatten auch gerade das Logo, sind wir auch noch gar nicht drauf eingegangen. Wir haben ein Logo. Das stammt natürlich von dem wunderbaren Graforama. Aber wir haben gerade den Tim hier stehen. Jetzt wollen wir nicht den Tim auf die Bühne holen und dann über andere Leute reden. Ja, genau. Das ist ja ein bisschen doof. Tim ist dazu gestoßen, weil er den tollen Vorschlag unterbreitet hat, einen Siebdruck-Workshop anzubieten. Du hattest es letztens auch mit so einem Wort in deinem auf dem Holzweg-Podcast. Holzfäller-Podcast, genau. Auf dem Holzweg-Podcast. Genau. Dann erzähl doch mal ein, zwei Sätze dazu. Ja, ich hatte eigentlich schon nach dem letzten Podstock die Lust, auch was mal ganz außerhalb vom Podcasting zu machen. Und da, weil ich gern Siebdruck mache, habe ich mir gesagt, eigentlich könnte ich hier einen Workshop anbieten. Ja. Und dann hat sich das tatsächlich realisiert. Genau, und das war halt im Aufwand etwas aufwendiger, weil wir natürlich ein paar Details abstimmen mussten, weil du halt sowas wie einen Wasseranschluss und sowas gebraucht hast. Und deswegen habe ich gedacht, es ist einfacher, dich mit zu integrieren. Und dann hast du dich da ja auch so reingefunden und ja auch beteiligt und alles mitgelesen, glaube ich. Was wir ich habe noch den Podstock-Countdown Twitter-Bot. Ah ja, genau, den hast du ja. Genau. Das war, glaube ich, sogar noch vor dem Workshop, oder? Vor der Workshop-Idee, genau. Genau, den hast du, glaube ich, direkt letztes Jahr gestartet, kann das sein? Kurz, so zwei Wochen nach dem letzten. Wer ist eigentlich der Podstock-Clown? Keine Ahnung, das ist für mich ein Mysterium, wer den Podstock-Clown macht. Okay, der kommt vielleicht noch hier reingeschneit. Der kommt gleich noch. Ja. Kommt heute Nacht. Aber was ich noch eben sagen möchte, das mit diesem Süddruck ist ja ein schönes Zeichen dafür, was Podstock sein kann. Also wir haben ja letztes Jahr hier, der Lars hatte uns den Himmel gezeigt, also hat was ganz anderes als Audio Bearbeitung und Aufnahmetechnik und so weiter, sondern einfach mal Astronomie und Teleskopie reingebracht. Du bringst jetzt Siebdruck mit. Also, dass man einfach sagen kann, Podstock ist ein Treffen für Kreativität aller Arten sozusagen. Ja, ein Barcamp. Das ist ja ein Barcamp, kann man das mitbringen, was man gerne möchte. Und wer sich interessiert, der kommt dann halt in den Workshop oder in den Vortrag und so weiter. Und ich würde das gerne so als Beispiel sozusagen mitgeben. Also wir gehen mal davon aus, dass die Idee Podstock weiterlebt und auch 2018 einen Podstock geben wird. Also wer irgendein interessantes Thema für sich hat, keine Ahnung, Aquarianer ist, der kann ja sein Aquarium mitbringen oder so. Einfach mal überlegen, ob das nicht etwas ist, was man hier zeigen könnte oder möchte. Ja, wir haben ja zum Beispiel auch noch einen Zeichenworkshop, der auch stattfindet von der Judith. Ist ja auch morgen. Also es gibt noch ein paar andere Themen, die dann nicht direkt mit Podcasting. Genau, das war mir eigentlich auch dieses Jahr sehr wichtig. Wir haben keine Vorgaben gemacht, was die Workshops angeht.
das ist einfach so, wie es, wir haben alles durchgereicht, was eingereicht wurde. Also es wurde nichts abgelehnt oder zensiert oder sowas. Klar, wenn da jetzt irgendwas dabei wäre, wo man wirklich was irgendwie gar nicht geht oder uns irgendwie komisch vorkommen würde, dann fragen wir da natürlich nach. Aber prinzipiell passiert da eigentlich nichts weiter, dass wir es freischalten und ihr dann kreativ werden könnt. Denn Podstock ist, was wir draus machen. Ja, genau. Ja, danke schön, super, Tim. Vielen Dank. Weiteren Werbungen sozusagen zu deinem Workshop können wir ja dann online lesen. Alles klar, vielen Dank. So, dann einmal Jonas bitte auf die Bühne. Ah ja, und Applaus für Tim nochmal. Und für Jonas. Wir kombinieren den Applaus für Tim. Fließender Übergang. Genau, Abgang mit Jonas, Aufgang. Jonas kam auf mich zu per E-Mail. Finde das bitte da unten auch. Genau. Und hat zum Beispiel eine Liste mir geschickt mit Punkten, die wir letztes Jahr vergessen hatten oder nicht dabei waren, zum Beispiel die Kaffeemaschine oder so. Also du hattest, glaube ich, mal rumgefragt letztes Jahr zum Ende, was so gefehlt haben könnte, und die Liste hast du mir dann nochmal geschickt. Und ich hatte dich dann auch nochmal gefragt, aber du hattest auch gleich mit angeboten, irgendwie wieder beim Grillen dabei zu sein. Also du hast ja auch heute hier schon gegrillt. Ja, erzähl doch mal selber. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal dabei, habe mich direkt als Küchenhelfer eingetragen, und ich dachte mir, ich frage am Ende der Veranstaltung einfach mal rum, was wichtig war, was gefehlt hat oder was wichtig war, was Leute mitgebracht haben, was quasi hier im Haus nicht vorhanden ist. Und ja, das war halt von vornherein geplant, das fürs nächste Mal weiterzureichen, habe ich gemacht. Und ja, grillen mache ich gern, deswegen. Ja. Ich hoffe, es hat allen geschmeckt heute Abend, und ja, sehr schön. Auch an die ganzen Helferinnen aus der Küche gilt der Applaus natürlich. Ja. Es gab so viele verschiedene Sorten Wurst da. Also es gab nicht nur eine Sorte Bratwurst, sondern rote und die weißen, dann gab es längliche. Wie viele verschiedene Sachen hattet ihr da im Angebot? Das war der klassische Grillabend. War der klassische Grillabend von der Fleischerei Jacobi. Der klassische Grillabend der Fleischerei Jacobi. Ja, die haben das Potpourri zusammengestellt. Morgen gibt es den mediterranen Grillabend. Okay. Schon mal als Vorgeschmack. Rufen Sie jetzt die Telefonnummer neben Ihrer Landeslage an. Von der Fleischerei, wie hieß sie noch? Jacobi. Die Fleischerei Jacobi in Sorschied? Ort habe ich vergessen. Und dazu kamen noch die Grillwürste, die der Ralf mitgebracht hat. Genau, die hatten wir auch noch. Wieder so selbstgestopfte? Letztes Jahr gab es doch selbstgestopfte. Nee, dieses Jahr, da warst du auch, glaube ich, dran beteiligt. Genau, die selbstgestopfte. Was habt ihr denn da reingetan? Schweinehackfleisch und Gewürz. Okay. Ehrlich. Das vom Hobbykoch-Podcast Gewürz, oder? Kai hatte das Rezept entwickelt. Und ich habe die Würzmischung angerührt. Ja, cool. Aber das Grillen liegt dir ja auch sozusagen podcasttechnisch nahe, weil du den Grill-Podcast oder Grillcast, oder wie heißt der? Grillcast. Genau? Grillcast machst. Also wer mal den Jonas nochmal grillen hören möchte, Grillcast. Putzelst du dann auch live? Ich muss gestehen, ich habe noch nicht reingehört. Da gibt's auch nicht viel zu hören. Das ist jetzt im letzten halben Jahr ziemlich eingeschlafen. Ich glaube, ich habe 4 Folgen oder so. Achso, okay. Ja, die könnte ich mir auch mal anhören. Ja, aber mach doch mal wieder Glut. Genau. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Genau. Genau. Wird gemacht. Ja. Nein, nur wenn's geht. Ja. Fühl dich nicht unter Druck gesetzt. Ja. Das ist das Letzte, was dieses hier Ereignis braucht. Ja, Druck. Super. Okay. Dankeschön, Jonas. Ja, danke dir. Ein zufriedenes und sattes Volk applaudiert dir gerade. So. Andi vom VOG-Team. Ja, Andi hatte ich angeschrieben, hatte ich schon erzählt, dass wir dieses Jahr auch vielleicht ein bisschen Video haben könnten. Und ja, das hat er dann realisiert. Er ist von der Schar direkt hier dann hergefahren und hat alles mit aufgebaut gestern. Wessen Idee war denn das mit dem Video eigentlich? War das deine, Sebastian, oder deine, Andreas? Nee, also ich hatte ihn angeschrieben aktiv. Okay. Hast du gerade schon gesagt, ne? Hab ich nie gehört. Ja. Wir hören uns gegenseitig. Genau, ich hatte gerade das zarte Singen der Regentropfen so in meinem Ohr. Da hatte ich keine Zeit für deine Worte. Gut. Ja. Also, du kommst von der Schar. Was ist die Schar? Manche Leute würden es als Hackercamp bezeichnen, andere als Outdoor-Konferenz. Outdoor-Konferenz. Eine Outdoor-Konferenz, okay.
Also man schläft im Schlafsack, aber tagsüber läuft man dann mit weißem Hemd und Krawatte rum. Quasi wie das Camp vom CCC, nur halt auf der niederländischen Seite, ne? Ja, ich weiß nicht, wie weit ihr diese CCC-Veranstaltungsumfeld fahrt, den kennt. Es gibt halt alle vier Jahre ein großes Camp. Genau. Vom CCC e.V. aus Deutschland im Prinzip. Und die Kollegen oder die Leute aus Holland machen halt auch alle vier Jahre ein Camp, zwei Jahre versetzt dazu ein großes. Ja. Und klar, es gibt dann unterm Jahr oder in den Lücken davon wieder ganz viele andere Camps. Mhm. Es gibt noch diese in Großbritannien ist dann das EMF-Camp, genau. Jetzt seit ein paar Jahren. Es gibt die ICMP bei Münchsteinach, da wo die Clubmatte herkommt. Also es gibt ganz viele Veranstaltungen im CCC-Umfeld und davon natürlich auch welche im Sommer, die mit Camping zu tun haben. Ja. Wie aufwendig ist das denn eigentlich, hier so ein Video Setup auf die grüne Wiese zu setzen? Wie stelle ich mir das denn eigentlich vor? Also Unmengen von Servern, die du hier ranschleppen musst und unhandliches Gepäck oder wie? Naja, wir haben uns halt als VOG irgendwann mal, oder wie weit soll ich denn ausholen? Wie lange ist dieser Slot für mich jetzt hier? Machst du 3 Minuten. Okay. Wir haben uns halt als VOG irgendwann mal als CC gedacht, okay, wir möchten es auch auf den kleinen Veranstaltungen haben, so Videoaufzeichnungen. Und es hat halt keinen Sinn gemacht, dass man sich irgendwelche Rechner irgendwo herzieht und haben dann sozusagen mal eigene Hardware beschafft, die dann in solche Flight Cases wie da hinten entsteht. Flight Case? Das fliegt von alleine. Das ist Drohnensteuerung. So. Es ist halt eine Holzkiste mit Rollen drunter. Warum fliegt das denn dann? Das ist ein Roll Case. Okay, ich weiß nicht, wo dieser Name herkommt. Ist das alles noch privat organisiert oder läuft das auch über den Verein? Das ist natürlich immer kompliziert. Also okay, der CCC e.V. hat eine Veranstaltungs GmbH, die dem e.V. zu 100% gehört. Ja. Und die Hardware gehört auch dieser Veranstaltungs GmbH. Ah, okay, Sinn. Die ist darauf angeschafft worden. Genau, aber sonst läuft halt alles ehrenamtlich in dem Sinn. Und Ja, super. Ja, da auch nochmal großes Applaus an das gesamte VOG-Team und vor allem Andi, der hier ist. Andi, der hier ist und auch die jetzt gerade die Helferengel. Ja, genau. Und die Helfer, die Engel. Ja. Die Video-Engel sozusagen. Sonst könnte er gar nicht auf der Bühne stehen. Ja. Und an sich möchte ich auch nur den Second- oder Third-Level-Support machen sozusagen. Achso, ja. Sehr gut. Okay. Ja. Ganz herzlichen Dank, dass du es mitgebracht hast, aufgebaut hast und die ganze Sache hier ans Laufen bringst. So, das bin ich wir selber. Wir verabschieden Andi auch wieder mit ordentlichem Geräusch. Haben wir noch Leute? Ja, mich selber, aber ich glaube, das hatten wir schon im Anfang. So, genau. Die Erde war wüst und leer und dann kam Sebastian. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt habe ich ein paar Zahlen vergessen. Warte, jetzt die Folie. Alles klar. Netzwerkkabel, ich kann es mal überschlagen. Irgendwo 300 Meter sind, glaube ich, jetzt ausgerollt aktuell. Ich habe aber noch ein paar Meter mit, also ich werde auch noch ein bisschen was ausrollen vielleicht. Du hast doch Funkstrecken, was willst du denn Kabel legen? Wofür? Ja, aber gutes Audio läuft leider nicht so gut über Funk. Ah, gutes Audio braucht Kabel, okay. Also wir haben zwar eine Richtfunkstrecke und das möchte ich eigentlich, also wenn man die dann auch noch quasi hintereinander schaltet, mehrere Funkstrecken, dann wird es irgendwann echt katastrophal. Die eine hat uns schon wieder ein bisschen Sorgen gemacht, weil das ganze Gestrüpp wieder gewachsen ist. Und unerhört, wie kann denn das geschehen? Macht denn der Regen eigentlich auch etwas aus? Ja, der macht auch ein bisschen aus, aber nicht allzu viel. Also jetzt haben wir eine gute Konstellation gefunden, die gut funktioniert hat. Also wir mussten da auch nochmal. Wir hatten letztes Jahr sehr lange gesucht, die richtige Position zu finden. Dieses Jahr hatte ich eigentlich gehofft, dass das so zack aufstellen. Aber das hat dann doch ein bisschen länger gedauert. Deswegen sind wir da auch ein bisschen in den Zeitverzug gestern geraten. Aber ansonsten, der Rest dann mit Netzwerkkabel und wir haben 2 LTE-Uplinks, hatte ich schon mal erzählt. Ich habe 6 Wireless Access Points mit. Ich gehe das mal schnell durch. Decktelefon haben wir auch, also so ein kleines Mini-Event-Phone. Ist das irre? Ist das irre? Was ja, das alles ausgedacht genau, also hat? Hier. Weil wir haben keinen Handyempfang. Das Problem ist, wenn jetzt einer versucht, uns von außen zu erreichen, weil halt er will abgeholt werden, steht irgendwo am Bahnhof, ich habe keinen Empfang. Wir haben zwar dieses eine Telefon, aber es ist auch nicht deckfähig gewesen letztes Jahr und hatte auch irgendwie Probleme. Da hat Ralf das noch irgendwie umgelegt für Franco. Ach ja, richtig. Ja. Dem passiert ja immer ständig was. Und deswegen war meine Idee einfach, SIP-Telefonie mitzubringen und dann das auszurollen. Aha. Das werden wir jetzt vielleicht auch fürs Bühnenprogramm, damit man mich erreichen kann, falls ich irgendwo auf dem Gelände bin. Dann haben wir über 600 Liter Getränke. Ich hoffe, es ist nicht zu viel.
Ja, ich hatte halt, also es ist auf Kommission, also keine Sorge, wir müssen. Da vielleicht nochmal der Hinweis, am Sonntag achtet mal ein bisschen drauf, ob die Kisten, also wenn eine Kiste angebrochen ist, dann müssen wir sie noch leer trinken. Weil sonst wird sie nicht zurückgenommen. Füllt eure Wasserflaschen für den Heimweg damit auf. Genau. Oder brecht halt bitte keine frische Kiste an, wenn noch eine andere oder eine halbe Flasche oder irgendwie sowas. Ja, genau. Aber die stehen zur Verfügung, natürlich trinkt genug. Also letztes Jahr wurde zu wenig getrunken. Das ist gar nicht gut. Also gerade bei diesen Temperaturen und der allgemeinen Trockenheit hier, trinken. Genau. Trinken für den Kreislauf, ist wichtig. So, genau. Ich hatte es eben definiert. Wir haben 60 neue Followerinnen, auch durch Becky. Ansonsten hätten wir die gar nicht bekommen. Und heute habe ich gar nicht geguckt. Meistens kriegen wir die meisten neuen Follower auf Twitter, wenn das Event läuft. Wie viele Leute sind denn überhaupt hier angemeldet für diesmal? Habe ich auch noch. Warte, kommt sofort. Okay. Kommt sofort. Fragezeichen. Da wollte ich irgendwas eintragen. Man sieht, ich hatte irgendwie gestern. Ja. 61. Okay, 60 neue Followerinnen und 60, also genauso viele wie hier sind dann. Genau. Super. Jeder hat quasi einen mitgebracht. Ja, es sind natürlich, es sind noch, wir haben, also ich habe jetzt keine Statistik, wie viele jetzt schon mal auf einem Podstock waren. Tim hat, glaube ich, immer solche Abfragen bei der Subscribe. Die hätte ich mir vielleicht auch schon mal reinstellen können. Ist doch egal. Wir machen das jetzt einfach für jeden, der richtig. Hier sitzt, gibt es noch einen zusätzlichen. Einen zusätzlichen, ja. Ist doch schön. Ja, also das dürfte, ich glaube, ein paar mehr als letztes Jahr. Also nicht viel mehr, aber durchaus so glaube ich, 10 Personen mehr als letztes Jahr könnten das jetzt sein. Das ruft nach Podstock-Paten, sozusagen. Ja, genau. Also es haben leider auch viele abgesagt, also die zeitlich nicht konnten, wo noch was dazwischen gekommen ist, wo die Arbeit dazwischen gefunkt hat. Ja, leider. Hoffentlich habt ihr noch was vom Stream oder nachher von der Aufzeichnung. Wenigstens so ein bisschen. Ja. Ihr sitzt dann sehr, sehr ganz schade. Furchtbar zu Hause, trocken und warm, auf dem Sofa. Und könnt euch das hier anschauen, wie die Leute hier genau. in der Kälte rocken. Heute Abend gibt es noch eine Bühnenshow und morgen noch 8 weitere. Mhm. Dann an diesem Ort? 12 Workshops haben wir insgesamt. Oh, toll. Dann 2-x, was ihr draus macht, Podcast-Tischaufnahmen. Also bei Erik melden oder gucken, ob noch was, also entweder in diesem Plan schauen oder bei Erik angucken. Genau. Nachfragen. So, dann letztes Jahr war das Veranstaltungshaus bis auf einen Punkt mit uns zufrieden. Das war die Mülltrennung. Deswegen haben wir diesmal Müllsäcke mitgebracht und beschriftet. Vor allem Bioabfälle, achtet bitte drauf. Das wäre cool, wenn wir das einigermaßen geordnet übergeben können, auch die Abfälle. Ja, das wäre meine Bitte, dass wir da nicht wieder eine E-Mail kriegen, wo drin steht, ihr habt ja alles zusammengeschmissen. Ja, furchtbar. Nee, ja. Das kann man die haben extra einen Komposthaufen und das wäre natürlich schade, wenn man das irgendwie alles nicht benutzt. Ja, das wäre noch meine Bitte. Ja, Mülltrennung Fragezeichen. Ja, dann wäre die Präsentation zu Ende tatsächlich. Ja, aber zu diesen Hausmeister-Themen haben genau, wir noch ein paar andere. Genau, wir haben noch eine freie Liste, die wir eben noch schnell zusammengestellt haben. So, womit fangen wir denn an? Fangen wir mal mit den Fotos an. Bei der Anmeldung wurde es vielleicht schon erwähnt, ihr habt jetzt ja alle solche Kärtchen. Wenn ihr da so ein kleines oder ein größeres Sternchen drauf zeichnet, dann heißt das, ihr möchtet nicht auf Fotos im Internet veröffentlicht werden. Farbe egal? Ja, eigentlich schon. Okay. Hatten wir nichts vereinbart. Okay. Genau, also es laufen halt immer mehrere, die irgendwie fotografieren. Also oder wer selber Aufnahmen macht, bitte achtet dann darauf, dass wenn ihr hinterher merkt, okay, da habe ich jemanden aufgenommen, da war ein Sternchen auf dem Kärtchen, den dann bitte nicht ins Internet stellen. Das ist die Vereinbarung. Ja, wenn ihr auf der Bühne seid, werdet ihr aufgezeichnet im Workshop-Raum. Die Präsentierenden auch, die anderen, ja, müssten wir gucken. Weiß ich gar nicht. Ja, nicht alle. Also das wird so, glaube ich, individuell Da geregelt. Also, ja, im Prinzip müsst ihr ich damit rechnen, wenn ihr auf der Bühne seid, werdet ihr aufgezeichnet. Ja, hier schon. Dabei, genau. Ne, da und da. Ja. Da genau. Kommt man nicht drum rum. Dann hat die Hanna ihren Hund dabei. Dieser Hund erfüllt eine besondere Aufgabe, ist nämlich Assistenzhund. Und wenn er quasi in diesem Modus Assistenz ist, dann hat er auch so ein Umhängeschild um den Bauch gebunden, wo Assistenz draufsteht. In diesem Zustand ignoriert ihr bitte diesen Hund und versucht nicht mit ihm zu spielen oder zu interagieren. Das wäre der Wunsch von der Hanna. Wenn sie die Binde abnimmt, dann ist der Hund freigegeben zum Spielen.
Ja, also dann hat er auch Freizeit und darf quasi anderen Aufgaben nachgehen. Das wäre der Deal und der Wunsch von Hannah. Dann, Parkplatzsituation. Mein Wunsch wäre, bitte nicht alle hier im Innenhof parken, sondern oben auf dem oberen Parkdeck quasi. Da könnt ihr den blauen Bus zum Beispiel zuparken, der wird nicht mehr bewegt. Vor die Werkstatttür ist jetzt am Wochenende auch kaum Betrieb oder gar kein Betrieb. Das heißt, parkt halt so, dass ihr euch nicht gegenseitig zupackt, aber alles, was da eigentlich steht, das kann durchaus zugeparkt werden und darf benutzt werden. Dann, weil ich muss mit dem Auto auch immer hoch, um die Akkus für die Antenne zu tauschen und das wäre ganz cool, wenn ich da noch rauskomme. Ja, genau. Dann haben wir uns gestern aus dem Nebengebäude ausgesperrt. Das war auch sehr lustig. Ich bin durchs Fenster reingestiegen. Der Lars hat mich da reingehievt per Räuberleiter. bitte die Schlüssel, die in den Türen sind, stecken lassen. Nicht rausziehen oder so, damit man auch noch reinkommt. Sonst wird's lustig. Gut, dass die Fenster schon offen waren, sonst hätten wir ein Problem gehabt. Ja, aber hier gibt's ja Lockpicker. Ja, ich weiß nicht, ob die Schlösser, ihr könnt ja, ja. Ach, das ist doch, also, Herausforderung. Wer hat eigentlich hier die Toilettentür aufbekommen? Die habe ich gestern nicht aufbekommen. Waren das die Lockpicker? da ist eine Herausforderung hochgekommen. So, ja, die ist jetzt offen. Deswegen für alle Fälle. Ja. Immer die Sachen irgendwie griffbereit. So, dann haben wir hier auch noch ein Problem gestern gehabt mit Hornissen. Das war auch nicht so schön. Die fühlen sich halt vom Licht sehr angezogen. Das heißt, die Türen bitte immer zulassen, die Außentüren. Und gucken, dass die halt nicht reinkommen. Und wenn welche, also am besten Licht werden wir versuchen, dass sie dann, ja, ich bin mal gespannt, ob wir nachher so ein Hornissennest um die Scheinwerfer haben oder so. Die sollen wohl da unter diesem, an der Tür, unter diesem Bewegungsmelder-Element da, ne? Ja, die sind aber überall gewesen, also selbst beim Nebenhaus war das an der Lampe, also Außenbeleuchtung am besten gar nicht aktivieren irgendwie oder nur so lange, dass man... Ja, also natürlich, wir brauchen ein bisschen Außenbeleuchtung, aber keine zusätzliche quasi, die nicht aktiv ist, quasi wieder aktivieren. So wenig wie möglich vielleicht. Und die Türen zu halten nach Möglichkeit. Geht natürlich nicht immer, klar. Ja. Was habe ich hier noch? Das hat was mit Kälte Lärm und Kälte, Hornissen und Lärm. Das waren die drei Gründe, warum die Türen bitte zu sein sollen und auch die Türen zum Treppenhaus. Zum Treppenhaus, genau. Darauf hatte der Ralf nochmal extra hingewiesen gerade. Gut, dann wären wir durch. Also Fragen vom Publikum hätte ich noch. Aus dem Publikum. Wir haben ein fliegendes Mikrofon. Dank des VOG haben wir sogar Funkmikrofone, zwei Stück. Ja. Und falls jetzt noch jemand eine Frage hat zu Orga oder an den Sebastian, wieso und warum, Podcast-Erstteilnehmerinnen oder Teilnehmer, die vielleicht noch was wissen wollen oder einfach nur eine Meinung sagen wollen, wäre jetzt die Gelegenheit? Ich mache mal was ich noch nie gemacht habe. Ich zähle auf der Bühne. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, es gibt keine Fragen. Gut. Dann sind wir fertig. Ja, 44 Minuten haben wir gebraucht. Ist ja eine Punktlandung. Ja. Wir wollten 30, ne? Ja, jetzt gibt es keine Vorstellungsrunde mehr. Ach so, die haben wir ausgeachtet. Was steht denn hier in großen Buchstaben? Wir haben 10 Minuten noch für die Vorstellungsrunde. Das sind wie viele Sekunden pro Teil? Weiß ich nicht. Sagt einfach ganz kurz, wer ihr seid, was ihr für ein Angebot macht, wenn ihr Podcasterin oder Podcaster seid, dass man das vielleicht schon mal gehört hat. Ich glaube, wir müssen jetzt die Scheinwerfer in die Menschenmenge halten. Irgendwie müsste einer mal hochkommen, dass wir vielleicht die Scheinwerfer dann reinleuchten, oder? Oder wollen wir sie auf die Bühne? Eigentlich wollten wir sie nicht auf die Bühne. Nein, lass doch einfach das durchgehen und die Kamera schaut, was sie schauen kann. Ja. Wir machen das ganz easy peasy, würde ich sagen. Gut. Okay. Ja, also könntest du uns das Fliegende doch nochmal geben? Fang noch mit dir selber an. Machen wir jetzt machen wir eine Zeitbegrenzung? Habe ich jetzt nicht vorbereitet. Also einfach nur Name und Projekt. Ja, genau. Vielleicht. Ganz kurz. Ganz kurz. Wenn es zu lang wird, schrei ich. Ja, genau. Schrei los, gerne. Ja, also ich bin Micha. Mein Podcast-Angebot ist My Life and Me. Das läuft jetzt circa ein Jahr, ein bisschen mehr wie ein Jahr. Und ich übergebe mich jetzt mal an Udo.
Ja, Udo, ich, oh Gott, laut. Ich bin beim Ultraschallprojekt und bei diversen Koch-Podcasts, also wie Kulinarikast und Hobbykoch-Podcast. Und ja, ich gebe mal. Ja, ich bin näher ran. Hallo, ich bin Ralf. Ich mache die Flimmerfragen und das Nebensprechen. Ich bin Nils vom Hörspiel-Podcast Hörma. Hallo, ich bin Stefanie und ich bin angeheiratet beim Hörma-Podcast. Hallo, ich bin der Jörg und ich bin auch vom Hörma-Podcast. Hallo, ich bin Lars, der Sastikel. Ich mache den Podcast auf Distanz und bin seit kurzer Zeit auch beim Sendegarten dabei. Hallo, ich bin Inga und ich bin einfach nur Podcast-Hörer. Bravo, dieses Nur will ich nicht hören. Was machen wir ohne Hörerinnen und Hörer? Hallo, ich bin Vera, ich mache meine Kükenbilder, ja, Verkücktheiten. Hallo, ich bin der Tim, ich mache den Holzweg-Podcast und noch ein paar andere. Hallo, ich bin der Johannes, auch bekannt als Lopaka und ich spreche bei Puerto Partida den Lopaka während Disto. Detlef, Proton, Physik, Chemie, Elektrotechnik, lang, gut, locker, schön. So. Hallo, hier ist der Sven, noch ein Proton. Ich bin der Dennis und ich mache die Tonscherben. Moin, ich bin der kleine Thorsten. Und ich mache den Vier-Ohren-Podcast und den Podcast-Verein. Und übrigens das Podstock mache ich nicht. Und drei Fragezeichen. Ja, das ist alles im Fall. Ja, der Uli, ich bin das dritte Proton. Ich mache größtenteils die Elektrotechnik und dann ist immer noch ein Lied von mir in jeder Folge drin. Und der nächste Podcast, den ich mal reinhören werde, ist Hör mal. Hallo, ich bin der Erik, ich habe dir ja gerade schon gesehen. Ich mache mit Christopher zusammen den Kulturpessimisten-Podcast und die Klassiker der Filmgeschichte. Und Becky ist da auch dabei. Hallo, ich bin der Christopher. Ich mache die Kulturpessimisten, den Countdown-Podcast, Märchen von übermorgen, wo es um die Raumpatrouille Orion geht und Spuren ins Nichts, wo es um Twin Peaks geht. Hallo, ich bin der Frank. Ich mache zusammen mit dem Christopher den Countdown-Podcast Aktuelles aus der Raumfahrt. Hallo, ich bin die Jeanette vom Freischnauze-Podcast und ich mache die Podcast-App Podcat. Hallo, ich bin der Stefan. Grüße aus Wien vom Podcasting-Meetup Österreich, das ich mit der Melanie Bartos zusammen organisiere. Ich mache den Podcast Hour of Code mit wechselnden Mitstreitern. Da geht es um Programmieren und Programmieren lernen. Ich programmiere im Projekt Panoptikum, ein Podcast Social Network. Und wer Podcasts publizieren will ohne Podlove, sondern mit einer statischen Seite, der kann das Jekyll Octopod verwenden, das ich zurzeit betreue. Danke. Ich bin Becky, die Optimistin bei den Kulturpessimisten. Außerdem ein Teil vom ersten FCPP, dem Fan-Podcast für Puerto Partida und bei der Geschichtenkapsel aktiv. Hallo, ich bin Kathi, ich bin die zweite Mitmachende vom ersten FCPP. Ich habe außerdem den Schläfst du schon Podcast und bin auch bei der Geschichtenkapsel dabei. Hallo, ich bin die Sonja. Und ich bin Hörerin. Yeah! Ich bin David aus dem stillen Kämmerchen. Ich bin der TJ aus München, im Moment ohne eigenen Podcast, aber ich organisiere das Podcast-Meetup München. Ich bin Tina, Kulturkapital und ich mache Vitaminbildung und ein Meetup in Frankfurt am Main im Pod-Äppler und irgendwas mit Podcast-Patinnen. Ich bin UFO, ich gehöre dem Kulturkapital an. Hi, ich bin der Lars, ich mache das tägliche Wort und die Geschichtenkapsel. Hallo, ich bin der Mirko,
Ich mache Angegraben, das geheime Kabinett und ja, auch bei Märchen von übermorgen mache ich ein bisschen mit. Ich bin die Hanna, ich bin bei Viele Sein dabei. Ich bin die Hanna und ich bin bei Viele Sein dabei. Ich bin René, ich mache den Podcast Viele Sein mit Hanna zusammen. Ich bin die Lara, auch bekannt als die Auslandschweizerin. Ich mache das Leben als Auslandschweizerin, die Schreibweisen und der Käsekeller mit dem Daniel. Ich bin der Loki, ich bin einer von den Hörern. Yeah! Hallo, ich bin neu hier. Nee. Ich bin der Johannes, unter anderem Vorstand des Podcast-Vereins NRW. Macht Der will doch nur spielen und Puerto Partida morgen um 20 Uhr auf der Hauptbühne. Und ich habe auch ein Spiel dabei, wo wir mindestens 10 Leute brauchen und 2 Räume. Mal schauen, ob wir das noch spielen können. Das Putschspiel von Puerto Partida. Ansonsten wünsche ich allen viel Spaß. Hallo, ich bin Tobi von What's in Your Pants und ich bin der Typ mit den 6 Penissen und definitiv die bessere Hälfte von uns beiden. Schatzi Mausi, und jetzt reite ich geschwind zur anderen Hälfte. Ja moin, ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. So, hier ganz hinten noch Menschen. Ach so, hinten an der Grillhütte, genau, da haben wir ja. So, reicht denn der? Menschen, ihr seid jetzt dran. Reicht die Funkstrecke? Kommt. Jetzt. Wer macht das? Man hört nichts. Ja, ich bin der Jonas, ich mache, wie vorhin schon gesagt, den Grillcast, den König-Bube-Dame-Gastcast und den Personal-Podcast Dies und Das. Du musst jetzt was sagen. Witzigerweise nicht. Vielen Dank. Einen wunderschönen Freitagabend an das Podstock und ich bin der Stefan vom Sunday Morning Cast. Yay! Was kann ich mehr sagen? Du bist nicht Stefan. Hallo Martin. Danke Martin. Hallo, ich bin der Kai und ich höre euch zu. Yeah, ein Hörer, yeah! Einen wunderschönen sonnigen Freitagabend euch allen. Ich bin die Judith. Mich kennt man vom Schreibweisen-Podcast und von Puerto Partida. Nicht alle auf einmal! Hallo, ich bin die Dela. Ich bin vom König Bube Dame Gast-Podcast und vom Delas Rastercast. Und ich bewerfe euch mit Plüschis. Yay! Hi, ich bin der Hendrik, ich mache den Balkonistan-Podcast. Hi! Hallo, na, wie heißt du denn? Leandra. Leandra. Und was machst du so? Gar nichts. Cool, finde ich total super. Noch am besten. Nichts tun klappt gut hier. Genau, ne? Nichts tun, super. So, haben wir jetzt hier alle gehabt? Was ist das hier? Also, Flo möchte auch noch mal was sagen. Ja, ich bin Flo und ich bin auch beim König Bube Dame Gast Podcast. Und jetzt blind. Vielen Dank. Sind wir durch? Ins grüne Zelt. Ab ins grüne Zelt. Das scheint mir. Hallöchen. Na, darf ich da mal reinkommen? Tobi ist der investigativste Reporter, den es geben kann. Ich bin die Alex. Licht. Kann er nochmal das und Licht machen? Manchmal den Spielabend. Für alle Hörenden. Oh, Spielabend. Das klingt aber sehr... Tobi steckt gerade den Kopf spielen. In ein Zelt, spielen mal. Was gut, eigentlich dann zugezogen kommst du mal ist. Ist aber ganz schön eng hier bei dir. Stimmt. Kannst du ja gerne reinkommen. Vielleicht später. Ich trinke noch mal ein bisschen was. So. Was passiert jetzt? Die Technik, genau. Hallo. Hallo, ich bin Sonja vom Panoptikum.io. Er hat sie schon. Damit sind wir jetzt durch. Nimmt allen. Tobi,
eine Glanzleistung. Ja. Der beste fliegende Reporter, den wir uns wünschen können. Ganz, ganz herzlichen Dank dir. Ganz herzlichen Dank euch allen. Insbesondere den Hörerinnen, Hörern oder Nichtstuern. Finde ich besonders gut. Ja, einfach mal entspannen. Ich denke, wir sind fertig mit dem Opening. Damit ist Podstock 2017 nicht zu Ende, es fängt an. Gebührend eröffnet. Ja. Wie sagt man so schön? I declare the bazaar open. Genau, sehr schön. Das ist ja dein Wort. Ja, gut, dann danke. Viel Vergnügen, macht was draus. Bis später. Tschüss. Tschüss.